What the fuck was that? Wir haben eine neue Anmerkung in unserem Notizbuch. Die Dinge werden immer eigenartiger und seltsamer. Es ist ein Mädchen mit einer Gasmaske aufgetaucht. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was oder wer dieses Mädchen ist. Ich weiß nur, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was in meinem Zimmer passiert ist. Hier herrscht das reinste Chaos und mein Kopf tut weh. Ja. Könnte sie das ominöse Geistermädchen sein, von dem so viele erzählt wird? Wie wäre es, wenn wir es nicht herausfinden? Lass uns als Journalist doch einfach irgendeine Geschichte schreiben. Die Tür ist offen. Irgendeine... uns was ausdenken. Lass uns doch jetzt einfach unseren Koffer nehmen. Bin ich ehrlich. Und lass uns woanders hingehen. Oh. Ich würde gern wissen, was das heißen soll da. Dieses Ofim esta proximio. Das kommt mir sehr unheimlich vor, aber. Ja, wir. Das ist doch nicht normal, oder? Warum brennt es jetzt im Hotel? Können wir woanders hingehen? Ach, wunderbar, wir haben weitere Plätze. Hier fehlt uns ein Schlüssel. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas, irgendwas Schönes? Nee. Nee. Und nee. Gut, können wir den Feuerlöscher nehmen? Ich würde gerne den Brand da hinten gerne. Löschen. Ist jetzt nicht dein Ernst, dass wir jetzt hier von 600... Also... Ich will einfach nur raus. Ich würde auch die Treppen nehmen. Ach du Scheiße. Was sind denn da für Symbole? What? What? Okay, damit tauche ich in eine andere Welt ab. Ich bin völlig überfordert. Camera Connector aus Mundos. Soll ich jetzt die Kamera wählen? Okay, warum kann ich die Kamera wählen und warum sehe ich dann... Also kann ich die nicht durch? This camera is... How is this possible? LOL. Okay. Okay. Die Kamera ist ja mal... Puh, ist ja mal mega. Die Kamera verbindet die Welten. Es gibt Dinge, die ich nur durch diese Linse sehen kann. Was ist das überhaupt für eine Welt? Ja. Ja. Ein kleiner Schlüssel. Schlüssel mit einer Schublade. Lass mich raten, damit kann ich wieder zurück. Pass mal auf. Für die Schublade, ich hatte doch gerade vorhin da noch diesen einen Schlüssel gehabt. Ich muss sagen, das mit der Kamera ist ein cooles Gimmick. Irgendwie, aber irgendwie auch sehr gruselig. Das ist ja wunderbar. Was? Warum hat der immer so eine Zuckung? Ich verstehe nicht, was. Schriftzug an der Wand. Das ist nicht nur eine Kamera. Okay. Weiß ich Bescheid. So wie hier, was steht hier? Die Kamera verbindet die Welten. Ah, deswegen El Mundo es Gracio Picanto. So, jetzt Zimmer 608, ne? Genau. Also, als Journalist wäre ich jetzt schneller weg, als ich gucken könnte. Und das ist jetzt auch unser Ziel. Wir wollen gar nicht mehr wissen, was hier passiert ist. Wir wollen nur noch weg hier. Und hier steht eine Kombination. Oh no. Was steht denn hier für eine Kombination? 6, 7... 4-9. Unternehmen ist ein Hund? Ein Drache? Irgendwas, was die Zahlenkombi fressen möchte? Okay. Es ist auf jeden Fall
Also, man muss ja mal sagen, ne? Ist ja, soll ja ein bisschen angehaucht an Resident Evil sein. Und ich kann nur sagen, jo. Jo. Ohohoho. Also die Atmosphäre ist auf jeden Fall stimmig. Sie ist da. Und ich kack mir ins Hemd. Was ist das denn? Oh Gott, ein abgetrennter Arm. Was geht hier vor? Ja. Warum? Also, warum liegt da ein abgetrennter Arm? Okay, komm. Also 606, wir sind jetzt hinter dem Feuer. Das ganze Ding noch nicht komplett zusammengebrochen sein. Also, Anmerkung. Noch eine weitere Notiz. Yay. Das Hotel ist völlig zerstört. Ich muss mindestens ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen sein. Höchstens jedoch einige Stunden. Aber wie konnte in so kurzer Zeit so viel passieren? Wo sind alle hin? Ich fühle mich verloren und habe Angst, aber ich muss ruhig bleiben. Hier geht etwas Merkwürdiges vor und ich muss herausfinden, was es ist. Schließlich bin ich ja genau deshalb hierher gekommen. Ja. Und an deiner Stelle würde ich versuchen, ganz flotto Karotto, flotti Karotti, hier wieder wegzugehen. What? Was war das? Was ist das? Fuck you! Ich bin weg hier. Also, es gibt ja wirklich, ich weiß, jeder, der unseren Kanal verfolgt und sonstiges, weiß, ich habe panische Angst vor Puppen und Kinder in Horrorgames. Und da ist gerade ein Kind einfach angelaufen. Einfach. Nein. Einfach nein. Ich geh doch nicht hin. Wir gehen weiter runter. Was sowas zum Beispiel? Jesus Christ! What the fuck is that thing? Eklig. Wie sonst was? Oh Gott. Aber ist nicht so schlimm wie. What is. Was ist da denn passiert? Alter, was ist denn da an der Wand? Und warum kann ich nicht einfach weiter runter? Was ist aus diesem... Das sieht aus wie ein Riesen-Koko. Als ob da irgendwas rausgeschlichen ist. Okay, ja, also ich bin ganz froh, dass ich doch nicht alles öffnen kann. Ach du ja, okay. Zu früh gefreut. Oh, guck mal. Da ist ein... Ja, wunderbar. Ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt hier ein Muster vorhanden. Aha. Ja, ein Muster ist vorhanden. Ich verstehe. Das heißt jetzt. Was soll denn. Was hat mich jetzt. Schnullbrot weitergebracht? Wirklich gar nicht. Das ist ein Durchbruch. Ich dachte, das wäre ein Kokon. Aber nein. Das ist ein. Ich kann hier durchgehen. Warum sollte ich das wollen? Warum mache ich es einfach? Hier ist ein WC. Das ist einfach. Ich wollte gerade fragen, ist es einfach offen? Was waren das gerade für Geräusche? Ich kack mir ins Hemd. Rote Karte gehört zum Hotel. Geil, ich habe eine Security Card gefunden. Aus Sicherheitsgründen wurden verschiedene Kartenlesegeräte für die Zugänge zu den gesperrten Bereichen des Hotels installiert. Die neue Anlage dient vor allem der Sicherheit aller Beschäftigten. Jede Karte öffnet nur das Panel der jeweiligen Farbe. Zusätzlich zur Karte muss ein Passwort eingegeben werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Die Verwaltung. Na, ist ja wunderbar. Okay, hier komme ich nicht rein. Und hier anscheinend auch nicht. Gut. Aber wir haben die rote Karte. Und immer da, wo so eine Hand ist, habe ich das Gefühl... Muss ich die Kamera nutzen? Ist da eine Axt?
ich hier die Axt nehmen? Ach, Kacke. Das ist doch scheiße. Ach Gott, ich bin verwirrt. Ich brauche ein anderes Werkzeug, um da durchzukommen. Jetzt. Da klingelt jetzt das Telefon, will ich Kamerad. Hallo? Who's calling me? Hello? Who are you? Hello? What are you doing here? Look, please, I need help. Someone, something attacked me last night. I was knocked out for God knows how long. Yeah, and the entire hotel is completely destroyed. Stop, answer me. Roberto, my name is Roberto. I came here last week to investigate the people who have been going missing. I got a tip from a girl named... Hold on, Roberto? Like Roberto Leche Lopez? Yes, that's right. Lopez. Wait, how do you know my name? No, no, that's not possible. There's no way. How are you still here? It's been over a year since I told you to come here. I thought they killed you. Wait, what? Stephanie? Is that you? Does he know about this? Is that part of the plan? Does who know about what? And what do you mean it's been over a year? What the hell are you talking about? Shit. Look, I don't know what's going on, but I have to go. Try to find your way down to the first floor. I'll call you once you get there. And listen, be careful. There's no telling what could still be luring around the hotel. What do you mean? Wait, hello? Hello? Stephanie? Damn it! What the fuck is going on? Well, first floor it is then. Klar, erste Etage. Da gehen wir jetzt dann hin. Okay. Es ist schon über ein Jahr. Was meint Stephanie damit? Erst verschwindet sie, dann wird das Hotel zerstört und jetzt sagt sie mir, dass ich seit über einem Jahr hier drin bin. Ich verstehe das nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange bewusstlos war und noch lebe. Ich muss in der ersten Etage hinauf. Was? In die erste Etage hinauf und versuchen Antwort zu finden. Wieso musst du hinauf? Wir müssen doch runter. Weil wir sind doch gar nicht in der ersten Etage. Guck mal, wo wir sind. Wir sind ganz woanders als erste Etage. Jetzt gehen wir mal hier lang. Was bist du denn? Was seid ihr denn? Kann ich gegen euch eigentlich kämpfen? Das wäre mal interessant zu wissen. Aber was können wir dann mit denen machen? So, ich bin in der Nähe des Hotels auf einige dieser Spinnen gestoßen. Woher könnten sie gekommen sein? Sie sehen gefährlich aus. Ich bleibe ihnen besser fern, bis ich mich verteidigen kann. Ja, das ist ja auch okay, aber können wir jetzt hier nicht einfach gut durch? Ja. Also, was ist denn hier passiert? Hier gibt's was anderes. Was bist du denn? Gegenstand. Gegenstände verbessern. Punkte, die zum Verbessern von Ausrüstung verwendet werden können. Du hast einen Verbesserungsgegenstand erhalten. Gehe auf die registrierte Verbesserung in deinem Inventar, um mithilfe der Punkte deine Ausrüstung zu verbessern. Was? Ich kann... Was? Wow. Wow. Erhöht die Weite des Nachtsichtseffekts. Vielleicht auch noch andere tolle Gegenstände oder so. Ich würde sowas wie eine Waffe bevorzugen, was ich verbessern könnte. Okay, also Pistolenmunition kriegen wir schon mal. Das ist nicer. Das nenne ich Nietzsche. So, wir brauchen was zum Verteidigen. Aber erstmal haben wir hier noch ein paar Notizen. Wie so viele andere habe ich auch viel über die Stadt im Internet gelesen. Aber natürlich habe ich nichts davon geglaubt. Ich meine, wir reden hier schließlich vom Internet, nicht wahr? Aber ich habe sie hier gesehen, dieses Mädchen. Sie ist einfach wie aus dem Nichts aufgetaucht. Einfach so. Kurz bevor sie auftauchte, gingen um uns herum alle Lichter aus und es wurde dunkel. Und wenn ich Lichter sage, meine ich nur elektrische Lampen, sondern alle möglichen Lichtquellen. Es war stockfinster. Außerdem war sie von einem giftigen Gas oder einer Art Strahlung umgeben. So oder so, es tat höllisch weh. Mein Kopf brennt immer noch. Auch der Doktor war mit mir dort. Ich kann beweisen, dass ich nicht lüge. Ich frage mich, ob Stephanie mich nur hierher eingeladen hat, um mich vom Übernatürlichen zu überzeugen, oder ob sie Antworten auf
oder ob sie Antworten auf all das erwartet. Aber wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich ist das nicht wirklich von Belang. Es gibt keine Erklärung für das, was ich gerade erlebt habe. Gar keine. Ricardo Lima, sind wir nicht der Erste, der von Stephanie hierher gebracht wurde? Sind wir vielleicht wie so eine Art Opfergabe für... Tür nicht öffnen, Warnung. Okay. Ich soll die Tür nicht öffnen. Ich will mich jetzt darin bestärken, dass ich die Tür eben halt gerade deswegen öffne. Mann! Ja, sieht aber auch eklig aus, das Viech. Das ist aber auch gerade fies erschrocken. Ah. Oh, hieß die. Ich muss sie durch. Na, jetzt kommt der nächste hier an. Na, wie viele kommen denn jetzt hier an? So, dankeschön. Dürften ja jetzt alle gewesen sein, oder? So, verwenden. Kann ich nicht? Wieso kann ich das nicht verwenden? Von hier? Kann ich aber nicht. Hä? Wieso habe ich Mullbinden? Kann sie aber nicht verwenden. So, das Schlimme ist 7G. 7 ist gleich G. Ich weiß nicht, was das heißen soll. 7 ist gleich G. Aber es gibt ja noch den Gang, wo ich nicht lang will. Irgendjemand hat sich daran zu schaffen gemacht, diese Etage werde ich nicht repariert bekommen. Ja, ich will hier immer noch nicht lang gehen, war. Ich bin nicht. Okay. Ich habe mir gerade eingestuhlt. Warum? Alter, mein Herz. Hallo. Willkommen im Alles. Hallo. Ich hab gar keine Angst. Das ist alles okay. Für mich. Ich hab gar keinen Schiss. Irgendwas. Ich bräuchte nur einen Schlüssel, um woanders hinzukommen. Lass da. Okay. Cool. Können wir irgendwo hingehen? Jetzt allen Ernstes, steht da was oder kacke ich mir gerade einfach nur ein? Wir laufen mal dahin. Ist hoffentlich nur ein Stuhl. Ansonsten stuhl ich mir ein. Das ist kein Stuhl. Das ist ein Tisch. Bin sicher. So. Und das Spiel will, clever wie es ist, quasi, dass ich das Kind da... Ich muss ja hier dran vorbei und es ist weg. Und wir gehen wieder zurück und es ist nicht wieder da. Schade, ich dachte, das wäre ein Zaubertrick. Die Tür, warum ist die eigentlich? Wir gehen da nicht rein. Wir gehen da nicht rein. Wir gehen hier rein und lesen uns in Ruhe was durch. Ich habe versucht, mit den anderen herauszugelangen, aber ich stecke hier oben fest. Einer der verbliebenen Wachleute hat mir das Passwort für das Tor gegeben. Es lautet 67352. Besonders wie hat mir das nicht geholfen, denn leider hat er nicht erwähnt, dass man eine Schlüsselkarte braucht, um den verdammten Code überhaupt eingeben zu können. Ich muss selbst irgendwie zu den anderen hinuntergelangen. Ich werde nicht hier sterben, auf keinen Fall. Also 67352, das schreiben wir uns auf. Ah. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel noch durchhalte. Ich bin ehrlich. 6, 7, 3, 5, 2. Vor allen Dingen, weil der Stevie nicht da ist.
kriege ich ganz schön die Muffe. Osphorus ist... Kannst du mal wieder aufhören? Osphorus Oram Albertos Iso Ella Nori Reviewi. Ja, heißt so gut wie... Ich vermisse den Stevie, dass er nicht mit dabei ist. Und zwar ganz tolle. Warum musste ich denn dieses Projekt doch alleine starten? Jeder, der übrigens gerne sehen wollen würde, wie Stevie mit dabei ist, schreibt bitte Stevie, come back in die Kommentare. Ja, H8. Ganz vielen Dinger. Nee. Nee. So, und hier? Ist die Tasche wieder? Es war die... Könnt ihr mal aufhören, hier so rumzuraddeln, Alter? LOL. Alter, da wäre ich ja fast runtergefallen. Okay. Auf geht's, eine Etage wieder tiefer. Ich würde langsam gerne sowas wie eine Waffe haben wollen. Ja, ich habe keinen Grund dafür. Oder eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe ist, wer ist, geil. Ankündigung. Sehr geehrter Administrator, hier ist das Passwort für das Schließfach. AFDHGA. Bitte dran denken, 6 gleich F. Ich weiß, dass diese Information aufgrund ihrer Ausbildung ausreicht, um den notwendigen Code eingeben zu können. Für den Fall, dass es Ihnen dennoch nicht einfallen sollte, wird einer unserer Anhänger auf dem Weg zur 5. Etage etwas markieren, das die Dinge erklärt. Die Verwaltung. Okay, also der Code ist eigentlich einfach AFD und HGA. Und HGA. Das heißt, der eine Zahlencode ist Dings. So, F ist die 6. Das heißt, 6 ist schon mal in der Mitte. Wir wissen, dass das G die 7 ist. Das heißt, also sprich schon mal die Mitte der anderen Seite. Und das H ist, muss ich gleich mal gucken, war glaube ich die 8. Lol. Erzähl mir doch mal einer, dass es hier noch weiter runter geht. Okay. Ist vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Okay. Alter. Was kann ich machen? Nichts. Was machen Sachen? Okay, hier kann ich nichts machen. Okay, also wir sind immer noch auf der Suche nach diesem AFDHGA. Wir suchen immer noch das A. Wir haben nichts gefunden, aber was ich gefunden habe, ist auf den Weg hierher. Ja, sind wir ja am Anfang hier an so einem Safe vorbei. Ne? Und an so einem Safe vorbei, an einem Code vorbei, nicht Safe. So, diese Code hier, die 649. Schau mal, was wir hier haben. 6, 4, shit. Nochmal, 6, 7, 4, 9. Vielleicht haben wir ja da noch einen Hinweis? Nein, wir kriegen eine Tasche und... eine einfache Bandage. Schade. So, sind wir doch nicht weitergekommen, weil ich dachte, wir sehen hier irgendwo ein A. Also, ne? So ein A mit ist gleich, so wie wir vorhin bei der Treppe hatten, mit den G gleich 7. Aber, nope. Nothing's here, so we must search for another hint. Ich meine, man könnte jetzt natürlich auch ausprobieren, weil wir wissen ja, F ist 6, G ist 7 und das H ist eine 8. Das heißt, die Ziffern werden es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sein.
Ich hätte auch immer gedacht, dass da, wo die Hände sind, dass man da die Kamera nutzen soll. Und schau mal an. Okay, also hier kommen wir noch nach oben. Dafür brauchen wir aber sowas wie einen Stab. Okay, vielleicht finden wir ja da die Ziffer. Damit wir hier das gute Ding hier unten aufmachen können. Weil mit dem geht es ja dann wahrscheinlich weiter. Also, wir wissen, das ist eine 6. So. Ich komme auch nicht weiter. Jetzt. Eins, sechs, vier. Aha. Ey, try and error. Ehrlich. So, das heißt, 8, 7, 1. Okay. So, wir haben den WC-Schlüssel gefunden und wir haben Pistolenkugeln gefunden. Aber wir haben noch... Warte mal, haben wir eigentlich schon eine Pistole? Nee. Also wir haben Pistolenmunition, aber wir haben noch keine Pistole. Okay. WC-Schlüssel, der WC. Du fucking Hase, Alter. Ja, das hat mich jetzt gerade wieder auseinanderklavüstert. Ich sag's euch. Oh. So, WC-Schlüssel. Hallo? Okay. Falscher WC-Schlüssel? Hä? Wie? Oh, verfolgt mich jetzt dieser Hase, oder was? Bitte nicht. Oh ja, der Hase verfolgt mich. Oh no. Oh no. Oh. Warum? Also hier komme ich nicht rein. Schade. Ich habe ein bisschen Schiss. Weil wenn der Hase uns jetzt verfolgt, ist halt nichts Gutes. Also gehen wir mal weiter. Gucken, ob wir irgendeine andere Tür öffnen können. Gut, gehen wir mal eine Etage runter. Vielleicht können wir mit dem WC-Schlüssel eine Etage weiter unten was anfangen. Gibt's hier noch ein WC? Oh! Look at this! Ich geh weiter! Wir haben das WC gefunden! Oha! Da ist eine Notiz. Die werden wir uns sofort ansehen. Okay, lass uns mal lesen. Es dauert eine Weile, bis der Aufzug ausfiel, aber irgendwann war es dann soweit. Und jetzt sitze ich hier oben fest. Ich erinnere mich, dass irgendjemand gesagt hat, es gäbe den Servicebereich in der 5. und 6. Etage Ersatzteile. Aber ich werde auf keinen Fall alleine in diesem verdammten Hotel rumschleichen. Nicht nach dem, was ich gesehen habe. Was hast du gesehen? Shit. Looks like I have to find a way to fix this thing if I want to make it down to the first floor. Ja, als ob wir dafür irgendwie ansatzweise einen Schlüssel hätten. Okay, wir brauchen keinen Schlüssel. Cool. What the fuck? What? What the Scheibenkleister? 603. Okay. Und einen elektrischen Schaltkreis haben wir besorgt. Cool. Gibt es sonst noch irgendwas Tolles hier zu finden? Oh, was gibt es? Save Point. Wir saven erstmal. So, nachdem wir jetzt gesaved haben, gucken wir jetzt mal weiter, wie den Elevator Elevator reparieren. Oh, so. Lass mich ja schon mal ein bisschen. Oh, so ein bisschen mich freut. Ich wollte gerade sagen, ist, dass Hasi uns nicht weiter verfolgt, aber ich bin ehrlich, es war gerade eben auch nicht viel besser.
Cool. Wir haben hier noch eine Notiz, die wir uns erstmal durchlesen. Sehr geehrte Kundin, sämtliche Werkzeugkästen verfügen über ein Standardpasswort für Notfälle. Behalten Sie dieses Dokument stets bei sich, damit Sie den Kasten auch dann öffnen können, wenn Sie das Passwort vergessen sollten. Wird der Kasten mit dem Werkspasswort geöffnet, müssen Sie ein neues Passwort festlegen, um ihn wieder zu verschließen. Das Standardpasswort lautet 30 rechts, 10 links, 5 rechts. Ja, das schreiben wir uns doch mal auf. Na gut. Denn, supi, dupi, holla, die Waldfee. Okay, und hier können wir mit der Cam wahrscheinlich uns eigentlich Zutritt verschaffen. Wenn, ich sage auch nur wenn, wir so ein Werkzeug haben, was wir nicht haben. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz ins Inventar. Wir müssen in Raum 603. Gut, denn gehen wir mal rein. Und gucken, was uns da erwartet. Kinderbett. Nice. Kann ich die Tür auch zu... Nö. Wir können die Tür nicht zumachen. Das ist not so nice. Aber gut, schauen wir doch erstmal, was wir hier noch so Feines finden. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Müssen wir hier wieder zumachen. Dankeschön. Das kannst du nicht aufmachen. Okay, okay, okay. Hier haben wir noch eine Box. Kassettenrekorder. Mini-Kassettenrekorder. Und wir haben eine Kassette. Was können wir denn damit machen? Ich gehe mal davon aus, wir können das kombinieren. Verwenden. Something is definitely wrong here. It all started after I heard that loud buzzing noise coming from room 610. That was the first time I saw the girl. Then these horrible monsters started showing up. The hotel has gone to shit. Everything's falling apart. And these creatures seem to have taken over just about everywhere. Inside and out. Some people tried to leave the hotel to get help. But they never came back. We're stuck. No communication, no food. God. This feels like the fucking apocalypse. I know the Sacred Trail must have something to do with this. I've always been suspicious that they were hiding something. But this? Nothing could have prepared us for this. And it's been right here this whole time. Right under our noses. Okay. Also alles ging aus unserem Zimmer aus. Aus. Auf. Los. Und die Leute sind nicht wiedergekommen. Und alles hat mit diesem heiligen Pfad von diesem Christopher zu tun. What the fuck ist Christopher, Alter? Also, diese Sekte, sie ist keine gute Sekte. Wobei, welche Sekte ist das? Also, das ist ein anderes Thema. So, jetzt haben wir hier die Kombination. 30 rechts. 10 links. Und 5 rechts. Hat einfach nur ein bisschen gedauert. Imbusschlüssel, mechanisches Zubehör. Na, ist doch wunderbar, wunderbar. Was kann ich jetzt damit machen? Also, wir haben jetzt einen Imbusschlüssel. Wir haben so ein mechanisches Teil. Wir gucken uns das jetzt alles hier nochmal kurz mit der Cam an, um zu schauen, ob wir hier irgendwas eventuell übersehen. Aber scheint nicht so. So, was können wir jetzt damit machen? Also, wir haben jetzt ein Elektroteil und wir haben einen Imbusschlüssel. Können wir das irgendwie kombinieren miteinander? Kann ich das da kombinieren mit dem da? Nope. Kann ich nicht. Gut. Kann ich dann das... What? Kann ich das denn irgendwie reparieren? Wahrscheinlich kann ich das nur unten aus der fünften. Ich wüsste zwar jetzt nicht wie. Also wie genau. Aber, ja. Wir probieren unser Glück. Indem wir jetzt hier sagen. Das da? Um zu öffnen.
Als ob wir jetzt einfach nur eine Platine dahinter, hinter dem Bedienfeld austauschen. Hey. Okay. Machen wir's, oder? Jo. What? Ja? Okay. Was auch immer wir gemacht haben, wir haben den Fahrstuhl repariert. Und es das heißt, glaube ich, nicht ohne Grund, dass man den Fahrstuhl in Brandfällen nicht nutzen soll. Aber ey. Ugh, God damn it. Of course it's missing all the buttons. Guess I have no choice but to go up. What? Wie? Okay, wir können nur in die siebte. Okay, warum können wir nur in die siebte? Warum konnten wir nicht nach unten? Also hätten wir den Knopf nicht auch da unten einsetzen können? Oder ist der explizit, weil da eine 7 drauf ist, nur für die 7. Etage? Hallo? Hallo? Ich würde langsam gerne eine... Was ist das denn? Was war das denn jetzt bitte? Okay, wir gucken uns jetzt mal die Notiz an, die wir dazu bekommen haben. Das Hotel ist völlig zerstört. Ich muss mindestens ein paar Minuten lang bewusstlos gewesen sein, höchstens jedoch einige Stunden. Aber wie konnte in so kurzer Zeit so viel passieren? Wo sind alle hin? Ich fühle mich verloren und habe Angst. Aber ich muss ruhig bleiben. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Und ich muss herausfinden, was es ist. Schließlich bin ich ja genau deshalb hierher gekommen. Oder? Es ist schon über ein Jahr? Was meint Stefanie damit? Erst verschwindet sie und dann wird das Hotel zerstört und jetzt sagt sie mir, dass ich seit über einem Jahr hier drin bin? Ich verstehe das nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich so lange bewusstlos war und noch lebe. Ich muss in die erste Etage hinauf und versuchen, Antworten zu finden. Okay. Ich bin in der Nähe des Hotels auf einige dieser seltsamen Spinnen gestoßen. Woher könnten sie gekommen sein? Sie sehen gefährlich aus. Ich bleibe ihnen besser fern, bis ich mich verteidigen kann. Ich habe diese Schlösser überall in den anderen Bereichen des Hotels gesehen. Aber sie haben alle unterschiedliche Symbole. Es muss eine Art Spezialschlüssel geben, um sie zu öffnen. Wenn ich eines in meinem Beruf gelernt habe, dann, dass schöne und komplexe Schlösser immer die wertvollsten Dinge verbergen. Okay. Heißt also im Umkehrschluss, wir müssen gucken, dass wir diese Schlösser geknackt kriegen. Ich wollte doch noch bis zum Ende lesen. Meine Güte. Die Türen in der 7. Etage sehen anders aus, als die im restlichen Hotel. Sie sind im Vergleich sehr aufwendig und beeindruckend gestaltet. Ich frage mich, ob diese Räume irgendwie besonders sind. Ja. Also, ich würde sagen... Jo. Ich mag das Geräusch nicht. Und bitte lassen Sie das. Was kann ich hier machen? Okay, das wollte ich zwar jetzt nicht, aber gut. Os portos forum rebotos iso elo nore previvi. Genau. Okay. Habe ich verstanden. Weiß Bescheid. Also wir können nach unten und wir können nach oben. Ich weiß nicht, ob wir nach oben wollen. Aber wir müssen hier irgendwo hin. Weil wir kommen ja nicht weiter. Oh, was ist das? Pistolenmunition. Also ich finde super viele Munitionsgegenstände. Finde ich auch sehr, sehr nice. Bin ich ehrlich. Aber, wie wäre es mit einer passenden Pistole? Nur so für mich? Das wäre super nice. Okay, also wir gehen erstmal nach unten. Weil nach unten war ja eigentlich... Sackgasse. Genau. Ist es immer noch. Aber vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Hinweise. Das sieht nicht danach aus. Was ist das hier? Oh, Gegenstände gefunden. Gegenstände verbessern. Plus 1. Stimmt. Wir suchen ja, wir kriegen ja immer noch so Fähigkeiten, die wir ausbauen können. Und ja. Werden wir mal demnächst auch machen. Was hat der denn für eine Hand?
Jesus Christ, that's not a human. Oh Gott. Warum? Und Hasi ist wieder am Start. Hasi ist da. Ich glaube, Hasi ist immer so ein Zeichen dafür. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, hier können wir nicht rein. Hier haben wir einen Hut. Einen Rollstuhl. Es geht immer weiter nach oben. Das ist die letzte Etage, wo wir hoch können. Und hier geht es einfach nicht weiter. Okay. Okay. So, Munition. Abzug bestätigen und auf das Herz zielen. Ja, moin! Eine Pistole. Oh, no, 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 no. Wer sagt denn, dass wir das jetzt aufs Herz zielen? Okay, Aim ist gefordert. Fuck me. Where the hell did that thing come from? Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, I'm alive. Ja, ja. I'm good. Okay, ich habe mich gerade noch beschwert, dass ich keine Waffe kriege. Jetzt habe ich eine Waffe und, aber der kann. Ich bin ehrlich. Bis der mal zielt. Junge. Das ist ganz schön, das dauert ganz, ganz schön lang. Okay, lesen wir uns mal hier weiter durch. Ich kam gerade nach oben, als einige Bereiche des Hotels einstürzen. Die anderen baten mich, mir das Ganze anzusehen. Wenn meine Berechnungen stimmen, dürfte es keine Probleme mit der Stabilität der unteren Etage des Hotels geben. Darüber hinaus empfehle ich aus Sicherheitsgründen, möglichst auf die Nutzung der Aufzüge zu verzichten und stattdessen die Treppe zu nehmen. Ich wundere mich sehr über die Weise, wie hier alles auseinanderbricht. Normalerweise sind Hotels dieser Art überaus stabil gebaut. Es scheint fast so, als sei hier eine ungewöhnliche zerstörerische Kraft am Werk. Auf jeden Fall sollte man in den unteren Etagen bleiben. In den oberen Etagen ist das gefährlich. Roseanne La Cerda. Okay. Ich würde gerne in die unteren Etagen gehen. So ehrlich bin ich auch. Problem ist, ich komme nicht weiter runter. Ne, ich konnte mit dem Aufzug nur in die 7. fahren. Und von da aus leider... Und von da aus leider immer nur weiter. Was ist das? Diese Kreatur wirkt beinahe wie ein Mensch, aber sie ist keiner. Das kann nicht sein. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich muss mich einfach schützen. Ja. Also, auf jeden Fall müssen wir uns schützen. Wer spielt hier? Da ist doch gar keiner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben Metallschlüssel für Zwischengeschoss 1. Nope. Ist aber immer nicht der Schlüssel für dieses Schloss. Warum ist er jetzt eigentlich auf einmal so langsam? Also, ne? Wer spielt hier? Wer das noch herausfinden will, wer da spielt und wer nicht. Gleich sehen. Oh, ah. War das da drin? Oh, eine weiße Königin, Teil des Schachspiels. Dieser Hasi. Hasi? Also wirklich, Hasi... Du machst mir so ein bisschen Angst, Hans. Aber kein Horror-Game ohne Hasi. Hasi ist ein Must-Have. Den musst du dabei haben. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. What the fuck? Was ist jetzt los? Was passiert hier? Okay. Cool. Okay. Hier ist keiner. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wohl. Munition und... S6. Was ist denn jetzt schon wieder S6? Das ist die Frage. Können wir wirklich in die 6. Etage fahren?
Also, wer kann zu wissen? Schade. Wir müssen in die 5. Etage fahren. Habe ich mir fast gedacht. Also, wir kommen hier nicht raus. Auf geht's in die 5. Etage, damit wir in die 6. kommen, damit wir da dann das Service. Warum leuchtet es hier auf einmal so rot? Ah, bin gefallen. Na gut, dann laufen wir hoch zu S6. In der Hoffnung, dass uns da jetzt keiner begegnet. Und wir die Tür einfach aufmachen. Ich hab keine Ahnung, was da ist. Wie viele seid ihr? Lass mich kurz runter. Lass mich doch mal kurz vorbei. So, nachdem wir gestorben sind, hat er meinen letzten Save Point genommen. Der war ja, wie wir wissen, ne, ein bisschen länger her. Und ich musste jetzt quasi alles wieder neu besorgen. Waffe, Schachfigur, Schlüssel, alles. Na gut, jetzt haben wir gesaved. Damit, wenn wir wieder sterben, nicht alles wieder von vorne sammeln müssen. Das wäre so ein großer, großer Vorteil. Vor allen Dingen, wenn auf einmal zwei von den Viechern da drin auftauchen. So, und wir gucken uns jetzt erstmal hier unten um. Ob wir hier was finden? Nein? Okay. Dann wird ja wahrscheinlich nur hier vorne irgendwo wer sein. Da hinten ist einer. Okay. Den einen haben wir erledigt. Sehr gut. Aber es waren ja zwei. Okay. Haben wir den zweiten auch erledigt? Alter, meine Schüsse, also. Die Präzision ist ja mal. Der Obershit scheiße. Und ja, ich habe geflucht. Ich würde es wieder tun. So, dann gehen wir mal in den Service Room Number 6. In the 6th Etage. Und wer erwartet uns da? Natürlich, Hasi. Wie soll es auch anders sein? Ne? Wenn Hasi zweimal klopft. Okay, was... Also... Nee, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Da ist noch Munition. Das nehmen wir auch mit. Etage für die 1. Etage. Ich hoffe jetzt nicht, dass mich hier hinten jetzt von hinten einer irgendwie überrascht. So, Hasi, gibt's denn hier sonst noch irgendwie schöne Dinge, die wir sehen könnten? Vielleicht durch die Kamera? Nee, Hasi, also... Okay. Was ist da für ein Raum? Das ist doch gar kein Serviceraum hier mehr gewesen, sondern das ist doch... Das ist kein Serviceraum. Bin ich ehrlich? Also. Oder es war mal kein Serviceraum. Was passiert jetzt? Da, jetzt kommt hier wieder Mr. Krabs! Wo will der denn jetzt hin?
Gegen den kann ich nichts machen. Okay, wir sind tot. Wir sind tot. Okay, wir sind nicht tot. Wir sind nicht tot. Ich weiß gar nicht, müssen wir eigentlich überhaupt runter? Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Zum Fahrstuhl. Zum Fahrstuhl. Wir rennen zum Fahrstuhl. Because of we can. Der ist doch niemals so schnell gewesen. Wo ist er hin? Schnell da rein. Schnell, 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 schnell. Drück irgendeinen Knopf, ist mir egal welchen. Okay. Drück die 1. Drück die 1. Wir wollen nach unten.